Hallo und herzlich willkommen zu unserer Zeit für mich Einheit. Es geht hier um Bewusstseinstiefe beim Held. Wir fangen ganz vorne auf der Matte an im Stehen, Tadasana. Kommen ganz bewusst an, erden uns, Steißbein einlöffeln, Krone Himmel, Weite im Herzen, ganz bewusst Atmung fließen lassen. Das Ziel ist es in der heutigen Praxis, zum einen aus dieser verkürzten Hüftbeuger durch das viele Sitzen in eine Streckung reinzukommen. Gleichzeitig richten wir unserem Bewusstsein immer wieder auf den gegenwärtigen Moment, weil jetzt ist es die Zeit, die sie für sich haben. Und sie zielen darauf hin, ihre Aufmerksamkeitsspanne auszudehnen, die Fähigkeit zu fokussieren und die Fähigkeit des Bewusstseins in die Tiefe zu bringen. Während der gesamten Praxis und all das zur gleichen Zeit. Das heißt, sie entspannen sich bewusst in die Praxis hinein und die Widerstände des Geistes lassen sie los. Wenn sie diese Fähigkeit für sich sensibilisieren, lernen sie, die gegenwärtigen Momente bewusst wahrzunehmen. Gerade auch inmitten von stressigen Situationen, von Druck, die es auch im Alltag immer mal wieder gibt, gelingt es ihnen leichter, ihr Bewusstsein Tag für Tag zu entwickeln und in ihrem Sinne für sich zu nutzen. Unser heutiges Mantra: Ich entwickle meine Bewusstseinsfähigkeiten jeden Tag. Samyama Ham. Tiefe Atmung. Beim Einatmen nun die Arme über die Seite gefächert nach oben, Blick Daumen, und beim Ausatmen in die Vorbeuge, die Beine weich. Einatmen, langer Rücken, Herzraum weit nach vorne. Und nun bei der nächsten Ausatmung, Hände auf dem Boden, rechtes Bein, großer Ausfallschritt zurück, Knie absetzen. Vielleicht brauchen Sie einen Block oder ein paar Bücher oder irgendwas jetzt rechts und links neben dem Fuß. Nun stabilisieren Sie die Hände auf dem Block, Herzraum nach oben, Weite nach oben schenken. Richten Sie sich auf, einatmen und beim Ausatmen die Hüfte noch mehr nach unten schmelzen lassen. Sie haben hinten Stilettofüße, Knie abgesetzt und hier geht es um das vordere Bein. Es ist wichtig, dass das Knie über der Fußmitte ist, dass Sie da einen schönen rechten Winkel haben am Bein. Und nochmal ganz tief einatmen, Weite im Herzen. Ausatmen, die Hüfte noch tiefer. Und nun die Blöcke zur Seite positionieren. Und vordere Fuß nach hinten, innen herabschauen, dann rum. Nun die Beine beugen, Steißbein zum Himmel. Und mal ganz langsam nach vorne falten. Und zu vorne laufen, von hinten nach vorne. Nun einatmen, langer Rücken strecken, Brustkorb nach vorne und beim Ausatmen. Nun das linke Bein einen ganz großen Ausfallschritt zurück. Umso weiter, desto besser. Hüfte tief. Hände rechts und links neben dem Fuß, entweder auf Block oder Boden. Ziel ist es hier, Brustkorb nach vorne anzuheben. Hinten die Stilettofüße. Eingelöffelt oder Fußrückenboden, wie es passt. Und jetzt ganz vorne wieder schauen, ist das Knie über der Ferse. Beim Ausatmen die Hüfte noch tiefer. Ganz gelöst. Einatmen, Brustbein nach vorne hoch. Genießen Sie die Entspannung im Hüftbeuger des hinteren Beines. Nochmal ganz tief einatmen. Länge und beim Ausatmen die Blöcke zur Seite. Und in den herabschauenden Hund. Sie können auch die Blöcke da lassen und die Hände mal auf den herabschauenden Hund. Wenn Sie jetzt die Hände auf den Block gelassen haben, spüren Sie, dass die Handgelenke etwas geschont werden beim herabschauenden Hund. Und im herabschauenden Hund das rechte Bein nach oben, rechte Bein nach vorne zwischen die Hände. In den großen Ausfallschritt, den modifizierten Held und Knie hinten ablegen. Herzraum weit nach vorne,
Und jetzt mal die Hüfte nach hinten und dann wieder die Hüfte nach vorne. Wenn die Hüfte nach vorne ist, ist das hintere Bein gestreckt. Wenn die Hüfte nach hinten geht, ist das vordere Bein gestreckt. Das sind alles wundervolle Gelegenheiten, um die Hüfte weich werden zu lassen. Und wenn Sie jetzt vorne sind, beugen Sie das hintere Bein und mit der rechten Hand fassen Sie das linke Bein. Wenn Sie da noch nicht hinkommen, dann einfach das Bein unten lassen oder einfach nur ein bisschen beugen. Einfach schauen, wie es passt. Sie können auch einen Gurt dazu nehmen. Ziel ist jetzt hier, die Hüfte nach unten schmelzen zu lassen. Ganz viel Streckung im Hüftbeuger und Sie spüren das auch im vorderen Oberschenkel des hinteren Beines, des linken Beines. Und nochmal ganz tief einatmen, drischt die nach hinten zum Bein und beim Ausatmen in den herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Und nochmal einatmen, Bein nach oben, ausatmen, Bein nach vorne zwischen die Hände. Hinten Knie absetzen, Ihre Aufrichtung beachten, Brustbein nach oben, ausatmen, Hüfte nach hinten schieben, vordere Bein strecken. Einatmen, wieder nach vorne, Brustkorb nach oben strecken. Ausatmen, wieder zurück und einatmen, wieder nach vorne. Und nun, ganz bewusst die Hüfte sinken lassen, das hintere Bein, das rechte Bein beugen und mit der rechten Hand fassen wir nach hinten am Fußrücken. Mal spüren, wie sich das anfühlt, ob das okay ist. Wenn Sie da noch nicht rankommen, ist es auch in Ordnung, einfach Bein entspannt zu lassen. Tief ein- und ausatmen. Und langsam Bein sinken lassen und zurück in den herabschauenden Hund. Tiefe Atmung. Beine beugen und mal die Hüfte nach rechts und nach links. Ganz geschmeidig hin und her. Und wieder ganz gemütlich nach vorne laufen in den herabschauenden Hund. Einatmen, rechtes Bein nach oben. Ausatmen, Bein nach vorne. Nun die Blöcke zur Seite. Füße hüftschmal geöffnet in diesen Ausfallschritt. Krieger 4, wieder Padrasana vor. Beim Ausatmen gehen wir jetzt ganz tief. Knie, Hüfte, Ferse, eine Linie. Einatmen, wieder hoch. Und beim Ausatmen wieder tief. Einatmen, lang. Ausatmen tief, spüren Sie die Streckung, steiß einlöffeln, einatmen hoch, ausatmen tief, ein lang, genießen Sie die Streckung im Hüftbeuger in Ihrem Psoas und bleiben Sie ganz bewusst bei sich, ganz entspannt. Nun bei der nächsten Ausatmung Hände Boden und in den herabschauenden Hund. Nun schieben Sie in den rechten Fuß hinein, linke Bein nach oben zwischen die Hände. Wieder die Beine hüftschmal geöffnet. Und jetzt beim Einatmen die Arme wieder über die Seite nach oben. Beim Ausatmen die Hüfte noch tiefer. Sie können entweder die Hände an die Hüfte oder hoch, wie es passt. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Aus, tief. Ein, nochmal ganz hoch. Ausatmen, runter. Ein letztes Mal hoch. Atmung. Wo sind Ihre Gedanken? Einatmen hoch. Hände Boden in den herabschauenden Hund. Einatmen, Brett. Schultern über Handgelenk. Und langsam ablegen in die Bauchlage. Nun die Ellenbogen unter die Schultern in eine Sphinx-Haltung.
Schultern über die Ellenbogen und Unterarme parallel. Einatmen am Brustbein nach vorne und wieder ihre Aufmerksamkeit auf ihre Gedanken, auf ihren Fokus. Nun die linke Hand zur rechten Hand. Rechtes Bein beugen und mit der rechten Hand den rechten Fuß fassen. Und jetzt einfach mal mit der Hand die Ferse in Richtung Sitzbeinhöcker schieben. Steißbein tief. Beim Ausatmen Bein wieder lösen. Rechter Ellenbogen auf die Matte. Linke Hand da. Jetzt anheben. Linke Hand an der Innenseite des linken Fußes. Und wir schieben hier Ferse, Schulter ganz parallel, tiefe Atmung. Und beim Ausatmen wieder lösen. Und wieder zur Mitte. Nun zum Zehensitz. Gleichmäßig die Hüfte nach oben bringen, in den Fersensitz, und dann die Füße zu Stilettofüße zurück und wir setzen uns auf. Ganz tiefe Atmung, steiß tief, Krone Himmel. Einatmen, Atem Fülle. Ausatmen, Atem Leere. Ihren Geist fokussiert. Und nun bei der nächsten Ausatmung wieder lösen. Beine etwas öffnen. In eine sitzenden Held. Die Hüfte neben die Unterschenkel einfach absetzen. Wenn dies unangenehm ist, dann einfach einen Block zwischen die Oberschenkel positionieren. Und auch hier ihr Bewusstsein, die Tiefe, die Atmung. Ich entwickle meine Bewusstseinsfähigkeiten jeden Tag. Samyama Hom. Und lösen. Ganz entspannt, entweder in der Position bleiben oder die Beine locker zusammen in den Fersensitz. Die Ärmel über die Seite gefächert nach oben. Ausatmen, Anjali Mudra zum Herzen. Die Atmung entspannt. Die Einatmung verlängern. Ausatmen, entspannen. Gesichtszüge entspannen. Bauch entspannen. Die Augen öffnen. Ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit für sich genommen haben, für Ihre Bewusstseinstiefe beim Held in alle Varianten.